Jeder geht mit den Schrecken des Krieges auf seine Weise um. Wer ist dieser Deutsche, der in einer zerstörten Kirche in der Normandie Orgel spielt? Ein Verrückter? Ein alter Nazi? Ein Musikliebhaber? Oder einfach nur ein abtrünniger Soldat, desillusioniert durch die Exzesse seiner Befehlshaber, der für einen Moment diesem infernalischen Irrsinn entkommen will?